Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Lens Island. Und was wollte ich gesagt haben? Ja, wir spielen weiter. Ich freue mich auf das Game. Und wo waren wir denn stehen geblieben? Wir waren dabei, das Dorf auszubauen. Und wir wollten Ressourcen weiter sammeln. Wir wollten gucken, was unser Garten macht. Es fängt an zu regnen. Sehr schön, dann brauchen wir nicht gießen. Ich würde aber auch gerne unser Haus weiter ausbauen. Aber dazu brauchen wir Ressourcen. Deswegen würde ich sagen, ich gehe noch mal ein bisschen Holz fällen und so. Dann machen wir das doch mal. Oh, habe ich da falsch gefällt, ne? Oh, ich bin so doof. Fällt das nämlich ins Wasser. Blub, 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 blub. So, gut, dass die Bäume mal nachwachsen. Wo haust du denn hin, Mann? Ich freue mich sehr, also auch weiter zu spielen. Es wird bestimmt richtig cool. So. So. Die wachsen ja nach, also ist ja alles gut. So, dann gehen wir auch mal nach Stein gucken demnächst wieder. Flup, 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 91. Wir können ja auch hier einen Garten bauen, hier vorne. Dass wir hier den Garten bauen, hier, in dem Bereich. Oh, Wood full. Dann gehen wir doch mal Wood auffüllen. So, hier machen wir auch nochmal Wood rein. So, brauchen wir ja alles. Auch für die Stadt. Was ist das denn für ein geiler Baum? Den würde ich, glaube ich, lassen. Wie gesagt, ich würde das Haus noch ein bisschen weiter ausbauen. Ich würde gerne noch eine zweite Etage bauen. Einfach, weil ich die Befürchtung habe, dass da noch mehr kommt, was wir vielleicht gebrauchen können. Also von so an müssen wir mal gucken. So. Ich hoffe, die Axt geht nicht kaputt. Ich bin mir nicht sicher. So. Büsche nehmen wir auch mit. Wenn wir schon dabei sind. Blub, blub, blub. Blub, 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 blub. So. Ah, die Musik. Es war tiefste Nacht. Ich war alleine. Im Wald. Man denkt über so viele Sachen nach. Was das Leben für einen bereithält. Doch du hast Dinge gesehen, von denen du je dachtest, du hättest sie niemals sehen dürfen. So. Gut. Es füllt sich so langsam. Sehr schön. 200. Ich frage mich, was... Ja gut, maximal. Natürlich wahrscheinlich alles voll dann. Sehr schön. Wir müssen ja leveln beim nächsten Mal. Oder beziehungsweise wir sind ja dabei zu sparen. Sparen, sparen, sparen. Und wir brauchen ja Ressourcen auch für, nicht nur zum Bauen, sondern auch fürs Dorf, ne? So, ich rode ja alles ab für die neue Autobahn, ist gar kein Problem. So. Hier wird eine neue Autobahn gebaut. So sieht es nämlich aus. So, machen wir in die Richtung. Ich frage mich, wie schnell die nachwachsen. So, dürfte, glaube ich, gleich reichen. Hallo, liebe Krabben. Ich grüße euch. So, ich hoffe... Das reicht erstmal. Blub, 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 blub. Ich weiß gar nicht, welche Höhe die liegen. Mal gucken. Warte mal. So, 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 so. Hui. Blub, blub, blub. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Die würde ich auch noch fällen. Schön in die Richtung. Damit die auch schön in die Richtung fallen, wo wir sie brauchen. Oh, warte. Da die Richtung.
Okay, Game Save, sehr schön. Kommen die beiden auch. Was wir haben, haben wir. Level up! Sehr schön. Wir sind aufgestiegen. Level 7 sind wir. Boah. Da ist es eine Menge Holz. Da ist es definitiv eine Menge Holz. So. Dann lass doch mal auffüllen. Ich wünschte, es würde eine Möglichkeit geben, das auf einmal aufzufüllen. Und wir können ja Holz anscheinend auch weiter bearbeiten, ne? So wie es aussieht. Boah, das wird immer voller. Geil. Alles mitnehmen, alles meins. Alles meins, 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 meins. Meins, 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 meins. Meins, meins, meins. So, schon wieder voll. Oh, ich will unbedingt den Backpack haben. Ah ja, und wir müssen gucken, fällt mir gerade ein. Wir müssen natürlich schauen, wie das aussieht mit den Dorfbewohnern, ab wann die jetzt da ihren Laden eröffnet haben. Also die Näherin, oder? War das die Näherin? Nee. Nee, Farmerin war das. Farmerin und der Fischer. Oh, der Fischer, geil. Dann angeln wir und verkaufen wir Fische. Ist ein bisschen, so ein klein wenig gefühlt wie Stardew Valley, nur in anderer Form, ne? Toll, das Holz kann ich nicht mitnehmen. Super. Finde ich sehr schön. Vielleicht können wir hier noch was anbandeln, so wie bei Stardew Valley. So. Jetzt haben wir eine komplette Reihe voll. Feiere ich ein bisschen. Jetzt würde ich mich auf den Weg machen, Stein zu organisieren. Ah, hier ist Stein. Sehr schön. Da gibt es nicht so viel auf der Insel. Ich würde auch noch mal in die Höhle gehen. Vielleicht nicht jetzt, aber demnächst. So, Stein, sagst du. Dass man den nicht abbauen kann, verdammt. So, Stein, lass mal gucken. Wo haben wir denn Stein? Stein auf Stein, Stein auf Stein. Das Häuschen wird bald fertig sein. So, vor allen Dingen bin ich mal gespannt, ob wir diesmal, wenn wir dann mal in die Höhle gehen, ich entsinne mich, hatte nämlich letztens noch mal ganz kurz ins Video reingeschaut vom damaligen Stream, wo ich das im Stream gespielt habe, die ersten Folgen, ob wir die Arena schaffen, weil da sind wir ja kläglich gescheitert dran, weil wir ja total schwach waren und überhaupt nicht stark. Wir hatten keine Kräfte. Wir haben versagt. Doch, wir werden immer stärker. Und je stärker wir werden, desto besser werden wir auch. Und niemand, aber auch absolut niemand, kann uns aufhalten. Da sehe ich uns. Ich sehe uns auf jeden Fall ganz weit vorne. Da hinten, Moment, ist da ein Ausstein? Was ist da? Nee. Aber wir sollen auf jeden Fall mal am Wasser entlang gehen. Da sind ja manchmal auch ein paar, ich glaube, Glas oder was das war. Oh, so viel Stein. Da sind ja manchmal auch Ressourcen am Liegen, am Dings, ne? 98, okay, ich haue es schon mal weg, damit wir es leuchten sehen. Und wir sollten auf jeden Fall Essen organisieren. Weil, habe ich überhaupt noch irgendwas im Inventar wegen Essen? Oder im Dings? Blumen, oh, bright yellow flower, found in grassy fields. Wir haben, oh ja, eine Banane, oh, lecker. Oh, ich esse mal eine Banane. Und noch eine. Oh, lecker, ich mag Bananen. Auch in real life. Warte, erstmal den auffüllen. So, der ist voll. Clay haben wir noch ein bisschen. Es gibt verschiedene Steinarten. Das ist witzig. Holz gibt es ja auch. Wie gesagt, wir können ja Holz verarbeiten. Tab. Was können wir denn machen? Tab. So, ja, ein Levelpunkt. Wissen wir ja. Das wissen wir. So, die Steine nehmen wir mit. Die haben wir gerade. Die haben wir gerade gehackt. Und ich gehe durchs Wäldchen. Sehr schön. So. Ich weiß, ist jetzt nicht so spannend, aber ihr wisst es, so wie in den anderen Survival-Games,
Vorbereitung ist die Mutter der Porzellankiste. Und nicht nur das, sondern auch, wir wollen ja was bauen. Jedes gute Survival-Game fängt damit an, dass man Ressourcen farmen muss. Das ist einfach so. So. Hier war noch ein Stein. Habe ich gesehen. An der Klippe. Können wir hier eigentlich auch angeln? Frage ich mich. An der Klippe. Und ich gucke mal, ob hier ein paar Ressourcen liegen. Oder spawnen die nicht mehr, die Ressourcen nach einer Zeit? Das wäre jetzt so meine Frage. Oh, die Musik, so schön. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute an dem Projekt hier beteiligt sind, an diesem Spiel. Oh, 100, wir müssen zurück. Ob das nur ein Entwickler ist oder ob das mehrere sind? Also wenn es einer ist, dann Respekt und Hut ab. Ein echt schönes Spiel. Oh, ich will so... Oh Mann, ich will alles erkunden. Ich will alles erreisen. Ich bin so gespannt, wo das alles hinführt. Vor allem, wo wir hinkommen. Also auch mit dem Boot und so später, ne? Was ich gesehen habe, man kann, wie gesagt, auch mit dem Bötchen reisen. Ich weiß noch nicht, wann man das bauen kann. Hä, 248? Mehr geht nicht. Das ist ja merkwürdige Summe. Wie meine alte Hausadresse. 248. Ist ja witzig. Meine alte Hausnummer. So. Gut. Gehen wir nochmal ein bisschen Stein sammeln. Und dann gehen wir am nächsten Morgen, gehen wir mal gucken, wenn der Tag anbricht, wegen den Dorfbewohnern. Wie gesagt, ob die den Laden schon aufhaben. So, hier ist Stein. So, wir brauchen auf jeden Fall Verbesserungen für die Pickaxe und den ganzen Krempel. So. Oben habe ich, glaube ich, auch Stein gesehen, oder? Oder ist das... das nee, ist kein Stein. Im Wäldchen ist es ruhig. Heute Nacht werden wir Steine hacken. Ach ja. Ja, es nahm tatsächlich ein bitteres Ende mit Night of the Dead. Schade eigentlich. Ich hätte gern auch die Karte noch weiter erkundet. Es war so schön. Wir hatten so eine schöne Behausung gefunden und... Oh Mann. Wie ärgerlich mit dem Save Game. Jedes andere Spiel, was ich installiert habe, wieder nach meinem Rechner zurücksetzen, hat quasi sein Save Game wieder. Nur dieses Spiel nicht. Dieses Spiel so meint so... Nö, nö. Nö, nö. Dieses Spiel so der Meinung, nö, Safe Game. Mm-mm. Safe Game broke, Safe Game rip. Können wir nicht laden. Musste neu anfangen. Selber schuld. Wie ärgerlich einfach. So, ist hier noch irgendwo Stein? Boop, boop, boop. Oh, da ist Stein. Kein Stein. Nein, kein Stein, oder? Doch. Ich würde schon sagen. Habe ich doch richtig gesehen. Ich weiß gar nicht, weil die Musik jetzt wieder einläutet. Ich weiß gar nicht, wie war denn das in der Höhle? War in der Höhle auch immer so eine Musik oder kam da eine andere bedrohliche? Boah, das macht voll Laune. So, da. Boah, das noch Multiplayer, ne? Ach, seht ihr, die Roadmap, da wollte ich noch ein bisschen was drüber erzählen, aber ich habe sie jetzt leider nicht im Kopf und ich habe sie jetzt auch nicht vor mir liegen, was da geplant ist. Ich weiß, dass sie eine veröffentlicht hatten. Der oder die. Und steht er eigentlich noch neben seinem Haus? Nein, er steht nicht mehr im Haus. Ja, oder neben seinem Haus. Ja, juhu. Das heißt also, der Fischer ist wahrscheinlich an den Docks, so wie er sagte. Ernsthaft.
Na, alles voll. Oh, das wird nervig. Bevor ich die Insel verlasse oder bevor wir die Insel verlassen, möchte ich auf jeden Fall den großen Backpack haben. Weil das ist ja mega nervig. Dass man nur 100 mitnehmen kann. Aber gut. Besser wie nix, ne? So, warte mal, wo war denn unsere Behausung? Hier, ne? Ja, juhu. I'm coming. So. Aber wieso gehen denn da 200... Ach, hä? Ich verstehe es nicht. Wie viel haben wir denn jetzt im Inventar? Gar keinen Stein mehr, ne? Nee. Okay, die Steine würde ich auf jeden Fall noch holen. Es wird Tag. Sehr schön. Oh, Clay. Clay ist nachgewachsen. Sehr schön. Clay gibt's nicht so viel. Also Lehm. Gleich mal darauf achten, ob die Bäume nachgewachsen sind, die wir bei uns gehackt haben. Ich glaube zwar nicht, dass es so schnell geht. Aber wäre mega witzig. Witzig, witzig. Witzig, spritzig, witzig. Witzig, witzig, spritzig. Kennt das nur einer? Diese Werbung? Witzig, witzig, spritzig. Weiß gar nicht mehr, woher das war. Da gab es eine Werbung. Ah ja. So, da haben wir es auch schon. So. Meine Freunde. Wir müssen auch essen. Das heißt, wir sollten vielleicht doch noch mal ein bisschen angeln gehen. Da wir ein paar Essensressourcen brauchen. Da waren gefällte Bäume noch. Aber hier ist, glaube ich, noch nichts nachgewachsen, ne? Nee, okay, so schnell geht's dann doch nicht. Hier ist alles kahl. Kahl! Das tötet Menschen. So, 10. Okay, wir haben doch noch 4. Hä? Da gehen jetzt nur 210 rein? Hä? Das verstehe ich nicht. Das muss mir mal einer erklären. Oder geht das nur ab einer gewissen Menge da rein? Naja, ist ja auch egal. Was kann ich denn... Nein, hör auf, sag mal. Sag mal. Was kann man denn noch reinpacken? Ach, Clay, okay. 2 Clay noch auf Tash. Gut, genau, wir wollten... Ich will mal einmal kurz gucken mit den Tools. No Blueprint available. Wir müssen Blueprints finden. Ich weiß nur nicht. Ich glaube, die finden wir bestimmt... Die waren Upgrade to Level? Ah ja, to Level 1. Ich weiß noch nicht, wo wir die Blueprints herkriegen. Können wir eigentlich ein Bücherregal bauen? Bringt das irgendwas oder ist das nur Deko? Das ist, glaube ich, nur Deko. Ja, das ist nur Dekoration, steht auch da. Finde ich sehr geil, muss ich sagen. Den Brunnen wollten wir auch gebaut haben, ne? Okay, pass auf. Wir gehen jetzt erstmal ins Dorf. Wir gehen ins Dörfchen und schauen mal, was die Floristin und der Fischer sagt. Die sind aber nicht im Haus, ne, oder? Nee. Okay. Aber wo finde ich die jetzt? Auf der Karte werden sie mir nicht markiert. Touren die irgendwo hier rum? Oder sind die in der City? In der City. La 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 la. Bridgewater. So, hier ist keiner drin. Der Bürgermeister steht immer da. Finde ich voll witzig. Oh, wie geil. Hi. Oh, wie cool. Oh, wir haben Rosen verkauft. Oh, wie geil. Oh ja, ich verkaufe alles, was wir... A plant in a thick pot. Blueprint. Oh, wie geil. Noch ein Blueprint. Tufa. Oh, wie cool. Oh, Seeds können wir... Oh, wie geil. So, wo ist der Fischer? Der Fischer hat doch bestimmt auch eine Bude, oder? Er hat gesagt, irgendwo am...
an den Docks. Ist der hier? Wer wohnte denn hier nochmal? Okay. Das heißt also, der... Okay, aber der Fischer, der hat doch bestimmt... Hier sind doch die Docks, oder? Wo hat der denn seine Bude? Nee, das ist der... Das ist der, nee, nicht Schmied. Der Tischler ist das, aber wo ist denn... Wo hat denn der Fischer sein Häuschen?